wirtschaftlicher Betrieb von Biogasanlagen, alternative Transportkonzepte, Vermeidung von Leerfahrten, ein Sattelauflieger mit Doppelnutzungsmöglichkeit. Eine Fahrzeugbaufirma aus Bad Marienberg stellte sich diesen Fragen und lieferte eine schlagkräftige Antwort. Mein Name ist Heinz Kempf. Ich bin einer von drei Geschäftsführern der Firma Kempf Fahrzeugbau. Wir bauen Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Kippfahrzeuge seit 1950. Wir haben einen sogenannten Bioliner entwickelt. Das heißt, der kann landwirtschaftliche Produkte fahren, aller Art, oder wahlweise irgendwelche flüssigen Mittel oder flüssigen Sachen, wie zum Beispiel Gülle oder auch andere Produkte. Ab dem Jahr 2020 läuft die Förderung für die ersten Biogasanlagen nach dem EEG aus. Spätestens dann muss die ökologische und besonders die ökonomische Bilanz stimmen. Die Transportproblematik stellt hierbei den Löwenanteil. Das Besondere ist, wir haben in der Mitte einen Kipper, wo man Getreide und solche Dinge mit landwirtschaftlichen Produkten mitfahren kann. Und außen dran hängen Tanks, wo man flüssig fahren kann. Wir können also feste Stoffe fahren und flüssige. Da sind Kunden an uns herangetreten, die haben gesagt, wir brauchen für die Biogasanlage, fahren wir Mais-Silage hin und die Reste, also diese Gülle, muss wieder zurück. Und damit wir nicht zwei verschiedene Fahrzeuge brauchen, haben wir praktisch dieses Fahrzeug entwickelt, um das mit einem Fahrzeug zu machen. Da sparen wir Leerkilometer und so gesehen auch Geld und wir tun auch was für die Umwelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden konnten Schwachstellen bereits am Markt erhältlicher Systeme, etwa suboptimale Entleerbarkeit oder Tankentlüftung, beim Bioliner behoben und ein wettbewerbsfähiges Gesamtsystem erschaffen werden.